Hallo liebe Leute, wir sind hier bei einem Erfolg und zwar wir sind bei den Moria Ruin Experte. Und hier geht es darum, einfach die geheimen Orte zu finden, die auch für die Mukumusam braucht. Und normalerweise kriegt man den eigentlich so nebenbei. Aber ich wollte es trotzdem mal zeigen, falls jemand das noch nicht gemacht hat. Also hier ist zum Beispiel wichtig, dass die geheimen Orte in der Moria Ruine zu finden. Und ihr bekommt dafür den Titel Historischer, wo ihr auch Weisheit bekommt, 2 Punkte dazu und halt Kata XP. Also. Der Erfolg Moria Ruin Experte findet natürlich in den Moria Ruin statt. Wir gehen jetzt hier auf normal rein, weil wir es noch nicht gemacht haben. Einfach reingehen, ist easy groben. Ich zeige euch einfach die geheimen Orte, wo ihr hin müsst, um diese Punkte zu erreichen. Das ist aber wie gesagt gar kein Problem. Und ja, also fangen wir mal an. Die Anfangsgeschichte ist ein bisschen lang, deswegen könnt ihr ja mit meinen Skips dann halt einfach direkt dahin gehen zu den Punkten, wo diese Geheimverstecke sind. Jetzt müssen wir hier leider die Kampagne ein bisschen spielen. Aber geht eigentlich recht zügig. Damit sollten wir den Pfad erkennen können. Schnell, suchen wir in den Ruinen. Das Gute ist, wenn ihr die Geheimverstecke gefunden habt, müsst ihr den Dungeon nicht absolvieren oder beenden. Ihr könnt einfach rausporten, habt den Erfolg trotzdem. Das ist das Schöne auch bei Mukumusam. Ihr könnt einfach die Dinger sammeln, die, wenn ihr sie habt, portet ihr euch raus. Ich mach's meistens mit Boss, aber wie gesagt, das ist halt. Hier geht es jetzt nur um den Erfolg, deswegen werde ich die Klinik nicht zu Ende spielen. Und das Video wird beim letzten Geheimort dann natürlich beendet. Und dann kommt das nächste Video, was ich mir überlegen werde. Am Anfang ist man ein bisschen langwierig, weil man halt die ganze Geschichte hier sich durchgehen muss. Und ja, aber wir kommen gleich nach der Ecke hier zu unserem ersten Versteck, was wir benötigen für den Erfolg. Ich werde die Dinger mal skippen, damit es schneller geht. Also, hier bekommen wir zu unserem allerersten Geheimnis. Da müssen wir erstmal jetzt hier die ganzen Ads töten. Und dann bekommen wir den Sprung. Also, hier ist Geheimnis Nummer 1. Das befindet sich hier unten. Einfach die Ads hier töten. Dann kommt ihr da hoch. Und könnt dann hier ein Mukumusam klar machen und habt dann euer erstes Geheimnis gefunden. Also hier ist noch ein Mukumusam, ne? Das ist also rein theoretisch müsst ihr euch bloß nach unserem My Mukumusam Guide halten, dann bekommt ihr den Titel automatisch. Falls ihr ihn nicht gesehen habt, zeige ich euch schnell, wo es lang geht. Wobei schnell ist, wenn der Ende eben ein bisschen schwierig, weil halt, wie gesagt, die Mechanik lange dauert. Wir müssen auch wieder erst alles killen, damit wir rüber können. So, das war hier alles genau. Aber ihr könnt ja mein Video skippen, wo ihr dann immer direkt wisst, wo ihr dann den Erfolg habt. Hier Monstermeuchler, das ist ein Nebenbei-Erfolg, wo ihr einfach haufenweise Viecher tötet und dann bekommt ihr den Erfolg. Wie gesagt, Videos versuche ich zu skippen und dann geht das schnell.
Na, reicht immer noch nicht, fehlen immer noch ein paar Gegner aus. So, jetzt. Perfekt. Hier befindet sich gleich das zweite Geheimnis für den Erfolg, den ihr benötigt. Müssen wir auch wieder alles hier töten. So, dann bekommt ihr dann hier die Möglichkeit, hier rüber zu springen, also hier an der Ecke. Und da bekommt ihr dann den zweiten Punkt fürs Geheimnis, mit dem Muckumusam natürlich. Also rein theoretisch, wie gesagt, ist es hier nur wichtig, die Muckumusam alle zu finden, dann bekommt ihr automatisch den Erfolg. Aber falls die Leute nicht wussten, wie der Erfolg geht, wollte ich ihn einfach mal zeigen. Was wir skippen können, skip mal. Kommen wir gleich zum dritten Geheimnis. Das ist hier an der Ecke. Müssen wir auch wieder alles töten. So, also. Das dritte Geheimnis ist hier. Wir können ein bisschen reinscrollen. Geht gar nicht. Doch, geht. Also hier an der Ecke ist das dritte Geheimnis. Einfach hier runtergehen. Die Typen hier unten töten. Und dann geht das hier auf. Und dann könnt ihr darüber gehen. Und dann bekommt ihr den dritten Erfolg von dem Experten, den wir jetzt gerade machen. Also das sind diese Teile, die ihr braucht. Ne? Wasserspiegelnde uralten Relikte. Diese Orte, die ihr dann findet, das war jetzt das. Jetzt können wir noch zwei müssen wir noch finden. Dann bekommt ihr den Titel und auch dann den Erfolg. Aber wenn ihr die Muckumusam sucht, kriegt ihr den Titel automatisch. Das wollte ich nochmal wieder erwähnt haben. Ne? Und hier gibt es insgesamt 11. Alle einfach zu finden. Ja, manchmal ist einfach das Escape funktioniert manchmal auch wieder nicht hier, weil wieder die Latenz so hoch ist. Also Lost Ark, manchmal habt ihr echt Probleme. So, einfach beeilen, da runterzukommen, damit wir weiter können. Zack. Und los sind wir die. Wieder töten, weil sonst geht das nicht frei. Na komm. So, jetzt. Haben wir alles hier, ja.
Hier kommt der erste Boss, den einfach legen. Ihr dann einfach den Typen klatschen und dann geht's weiter. Jetzt kommen wir nämlich gleich zu den letzten Geheimnissen. So, hier ist das nächste Geheimnis. Einfach zerstören. Habt ihr direkt hier an der Ecke das nächste Geheimnis. Dann gehen wir weiter. Das war das Geheimnis Nummer 4 im Übrigen. Gehen wir mal weiter zum 5. Kann man nicht. Doch, genau da. Drunter hier. So, hier ist auch nochmal ein kleines Geheimnis. Geht auch die Tür erst auf, wenn man die Typen hier gekillt hat. Einfach hier runterspringen. Das ist im Übrigen hier an der Ecke. Das ist halt blöd, dass man jetzt rein. Also da an der Ecke ist das 5. Geheimnis. So, und jetzt gehen wir zu den letzten 2. Hä? Sind die jetzt nochmal da? Normalerweise dürften die jetzt nicht nochmal da sein, das ist gerade ein Bug. Aber gut. Zu letzten 2 Geheimnissen, wie gesagt, das sind auch nochmal, oder zum letzten Geheimnis kommen wir jetzt, das sind ja nur 2, die einen haben wir ja schon, die sind ja hier hinten gewesen, indem man da hochläuft, ne? So. Kommen wir zu den letzten 2 Geheimnissen und dann habt ihr den Erfolg und alle Muckmussern. Und zwar da, wo die hochlaufen, wie ihr gerade sehen könnt, da müssen wir hin. Erstmal killen wir die Deppen hier. Einfach hier runterlaufen. Also es ist hier.
Direkt hier runterlaufen, ne? Da gibt's auch jetzt zwei Mokomosamen. So, wenn ihr jetzt hier weitergeht, jetzt müsst ihr aufpassen. Hier oben müsst ihr erst das Geheimnis aufgehen, also erst da runter, wo die rein hochkommen. Weil sonst vergesst ihr nämlich die zwei Samen noch und das letzte Geheimnis. Also erst hier runtergehen. Das ist im Übrigen dann hier an der Ecke. Das letzte Geheimnis. Die zwei sammeln und dann bekommt ihr den Titel. Moment, muss gerade selber schauen. Dann bekommt ihr den Titel. Na, hier der Historische und bekommt den Erfolg Moray Ruin Experte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr müsst das nicht zu Ende spielen. Ihr geht einfach hier raus und dann habt ihr den Erfolg. Also Leute, vielen Dank. Ciao.